Wir warten auf Pearson. Keine Ahnung, was er vorhat, aber seine Bilanz ist eher unrühmlich. Wenn du hier wärst, Paul, würdest du ihm die Leviten lesen. Hoffentlich halten Sussman und Aiello durch, bis wir die Geschütze angreifen. Tja, Hügel 493. Hirtenwald, Deutschland, 14. November 1944. Let's go! Legen wir los, ballen sie alle weg! Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson, beten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Hügel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Fuck! Sofort! Ja. Dranbleiben! Na los, na los! Vielleicht ist Pearson noch am Fuß des Hügels. Ich schätze, darüber sind wir hinauf. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Daniel! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Dickköpfiger Mistkerl. Wir kommen zurück! Ja, sie brauchen uns. Lass uns los. Ich nehme mal was mit hier. Wow, wow, wow. Bam, 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 bam. Ah! Sie halten hier drumherum. Wir müssen auf diesen Hügel raus. Haha. Bam, 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 bam. Bam, bam. Wow. Scheiße, da ist eine. Mensch. Steh mir nicht im Weg. Ich will aufstehen. Bam. Aua! Wo seid ihr, hä? Scheiße, ich will ihnen helfen. Ich helfe dir. Ich hab dich. Komm. Aua. Halte durch, Kumpel. Was, dreckiger Yankee, hä? Dreckiger Krautfresser, Junge. Zwei Kugeln in deinem Face, Junge. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Aua! Oh. Alter. Achso, das meine ich. Aua! Was? Von wo kommt denn das? Wer schießt denn da so derbel? Alter. Komm, wo? Komm, wo? Achso, da. Ja, komm, Alter. Ich hab doch noch nicht mal einen schießen sehen, Mann. Oh, ich hab kein Medikit mehr. Ja.
Ja, ich bin doch gleich tot. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Ich habe kein Medikit, gar nichts mehr. Ich sehe nichts. Dieses MG zerfetzt uns. Ich renne erstmal zurück, Alter. Mann, ja komm. Wie soll ich jetzt von der Ecke wieder rauskommen? Erklär mir das mal eine. Bin ich halb tot, ey? Schön dich zu sehen, Kumpel. Mit die Kette, ich bin jetzt einfach durchgelaufen, ey. Was zum Teufel haben Sie sich gedacht? Ich bleibe der Mission treu. Unser Pionier muss diesen Bunker sichern. Es ist noch nicht vorbei. Daniels, bringen Sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren. Jawohl, Sir. Krieg ich auch mal ein paar Medikits? Ja, noch nicht wirklich. Ja, kann ich auch durch. Den Kopf runter und los! Achso. Oh ja, komm. Er schießt auch nur auf mich, Alter. So dumm, ey. Ja, komm. Fick dein scheiß Leben, Mann. Von wo kam jetzt der Schuss? Der hat doch ganz woanders hingeschossen. Ja, toll, geil. Keine falsche Richtung. Money. Ja, los. Mann, wo soll ich denn hin? Ich dreh durch. Fick dein scheiß Leben, Mann. Alter, meine Fresse. So, jetzt rennt durch, Mann. Ja, ist schon klar. Ja, ich wusste nicht, dass ich... Meine Fresse, ja gut, hätte ich das gewusst, dass es so einfach geht. Tut mir leid, Leute, dass ich schon wieder durchdrehen will. Was ist hier los? Ja, das wäre nicht schlecht, ne? Wie viele Verluste? Das war unsere Mission. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten sollen. Dazu war keine Zeit. Was ist mit den Männern? Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das. Wir sind weder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer. Unsere Männer. Haben Sie das vergessen? Diese 150er feuern doch auf unsere Position. Immer weiter. Wir schalten sie aus. Daniel, die Artillerie ist da vorne. Öffnen Sie die Tür. Ja, bleib mal ganz ruhig.
mach das schon. Ne? Alles easy peasy. Hallo? Granaten und Rauch, Daniel! Ja, Granaten und Rauch. Du kommst echt spät mit dem Scheiß. Gib mal her. Boah, ficken! Boah, Alter. Was ist denn das für eine? Na, oh nein, wieso habe ich jetzt beide benutzt? Werfe eine Rauchgranate! Rauchgranate! Von wo? Mann, ey. Feinde ausgeschaltet. Daniel, bringen Sie das Termin an. Ja, hab ich vor. Oh, auf Krampf hier. Bam. Boop. Bibu, bibu. Ja. Achso. Yankee-Schweine, bam, 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 bam! Sagst du, hä? Alter, wie viele Kugeln könnten ihr vertragen, Alter? Warte. Ihr seid echt hartnäckig! Nimm mal das hier. Werfe Rauchgranate! Ich könnte nochmal Granaten gebrauchen, aber bietet hier keine wieder an, ne? Alles easy? Traut wieder keiner die Tür aufzumachen von euch, ne? Immer muss ich das machen! Ja, mach doch mal was. Wir müssen eh als erstes raus, ne? Ich hab wieder nix. Nur eine Rauchgranate. Rauchgranate! Eine Rauchgranate! Hier ist auch nix, ne? Ah, Medikit habe ich aber aufgesammelt. Wenn keiner rausgeht, muss ich ja wohl wie als erstes rausgehen, ne? Oh komm, Mann! Wo sind meine Fake-Teammates, Mann? Alter, das ist die erste Mission, wo ich so oft sterbe, Alter. Was ist denn mit euch? Kommt doch her, Alter! Hey, Panzer. Ah ne, das ist Flammenwerfer. Hm. Ich könnte es mal mit einem Flammenwerfer versuchen. Okay, bringt nichts. Hey, das ist auch die letzte Pisswaffe hier. Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir unter
Ja, jetzt kommt ihr erst raus, ne? Ihr seid doch paar Spasten, ey. Ganz ehrlich. Werfe Rauchgranate! Das wollte ich gar nicht. Wo habe ich denn die Rauchgranate schon wieder gehabt? Bam, bam! In den Arsch, ja. Ja, hab ich vor. Meine Fresse, auf Krampf. Und dann ist es im Nachhinein so einfach, ey. Ja, renn doch mal weg da. Ja, ihr seid so gut. Außer voller Elan wechsle ich alles. Meine Fresse. Ja, ich will da was ranbringen, aber ich hätte mal aufgehalten. Ja, komm. Mann! Ficke! Mann, ja, ich bin gleich wieder tot, Mann. Fick dich doch. Ja, ich bin gleich wieder tot, ne? Nur mal so nebenbei. Geh mal her. Und nur eins, Alter. Wo sind sie? Wie viel schluckt denn der? Kann man nicht angehen, Alter. Ja, ich bin gleich wieder tot. Der gibt mir auch nur ein Medikit, Alter. Stimmt ja nicht mit ihm. Nein. Ja, komm. Gib mir noch eine. Aber wieso kann ich nicht durchhüpfen? Boah, der mit seinem Piss, ey. Ich will den Panzer zerstören. Das geht nicht, wenn die Wichser da sind. Der Panzer soll mal hier... Aua, Mann! Wie soll ich das schaffen, wenn ich dauernd immer kritisch angeschossen werde? Oh,
ficken, Alter. Oh, das war knapp, ey. Ist ja nicht mal bald kaputt, der Scheißpanzer. Lass das. Ey, Junge, Sussman. Geht's dir gut? Der mit seinen Scheiß, Alter, ne? Oh ja, komm. Ja. Ich brauche Munition, Sir. Sollte reichen. Nein! Mann! Noch eine Ladung! Hab ich vor! Kann da jetzt! Alter, auf Krampf, ich drehe bald durch. Oh, oh, oh. Naja, kommt ein bisschen spät, ne? Na gut, hat auch nicht viel geholfen, ne? Amerikanischen Schweine. So. Ich hab es nicht. Lass mich zurück. Ich hab sie. Oh shit. Wir schaffen es nicht. Schon geil aussehen. Sie müssen die Jungs wegbringen. Nein, wir schaffen das. Ja, Sie müssen weg hier. Nein, wir lassen sie nicht zurück. Ich auf, ich wehre sie ab. Wir müssen gehen. Los! War mir eine Ehre. Ein Opfer zu groß. Geht. Rückzug! Sachsen! Los, los! Ich sag direkt zum Tor. Das war Befehl, Junge! Ich dachte, Sie wollen die haben. Falsch gedacht. Wissen Sie, das hier ist eine neue Welt, Daniels. Meine Welt. Und ich kann Ihnen versprechen, dass ich nicht schwammen oder irgendwie vor meiner Verantwortung zurückschrecken werde. Sie werden meine Nummer zwei. Sie werden mich zu 1000% unterstützen. Und Sie werden dafür sorgen, dass das auch für die anderen Männer gilt. Alles andere wäre für mich eine Pflichtverletzung.
jetzt wegtreten. Turner gab uns Deckung und ist dabei draufgegangen. Das zu schreiben fällt schwer, damit zu leben auch. Er hat dafür gesorgt, dass wir mitsamt Konvoi entkamen, also war sein Tod nicht umsonst. Zumindest rede ich mir das ein. Ja, da ist der Turner tot. Naja, weiter geht's. Wie viele Verluste? Das war unsere Mission. Schafft mich weg von hier! Wie viele? Das war ein Befehl! In Deckung! Lieutenant, wie lautet unsere Devise? Keine Mission zu schwer. Kein Opfer zu groß. Kato, wir da! Willkommen in der verdammten Ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge.